besser kann ein Polizeipferd charakterlich nicht geeignet sein. Schön, ihn endlich wiederzusehen. Gehen Sie zurück! Das ist ein wohl durchdachtes Experiment. Schwere Kaltblüter bei der Polizei. Das ist deutschlandweit einmalig. So ein Polizeipferd muss eben mehr aushalten als bloß ein bisschen Schiedwetter. Quintus muss durchs Feuer gehen. Anderthalb Jahre dauert seine Ausbildung deshalb, die wir komplett begleitet haben. Angefangen hat das Experiment Kaltblut hier. Auf dem Hof der Familie zum Berge ist das rheinisch-deutsche Kaltblut aufgewachsen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Jan zum Berge ist mein Name. Schön, dass ihr da seid. Gut durchgekommen? Ja, super. Gut durchgekommen. Und wir sind ganz gespannt. Denn ihr Chef kennt das Pferd bereits. Vor dem Kauf will aber auch Stefanie Behrendt noch mal einen Blick auf Quintus werfen. Sie ist die Ausbildungsleiterin in ihrer Dienstschicht. Mit dabei ist Christine Petit. Sie soll den 3,5-Jährigen dann später mal reiten. Vorstellen möchte ich Ihnen einen jungen 3,5-jährigen Wallach, der ist bei uns hier auf dem Hof geboren, aus unserer Zucht. Die Mutter und der Vater, die gehen bei uns hier mit vom Planwagen oder sind viele Jahre bei uns vom Planwagen gegangen. Und ich mag den unheimlich gerne. So ein ganz ehrlicher ist es, so ganz ehrliche Haut. Der krabbelt an eine Hosentasche und ja, das mag ich, wenn er, der glaubt einem die Dinge bald, die man von ihm möchte. Würden Sie uns den einmal im Schritt vorführen? Ja, gerne. Also er tritt total plan auf. Das ist richtig gut. Ja, schön gerade auch. Schön, ne? Gerade. Da gibt es nichts zu meckern. Tritt schön über. Sehr guter Schritt. Und das brauchen wir ja unbedingt. Der Schritt gefällt uns schon mal ganz gut. Ja, sehr schön. Und den Rest werden wir ja gleich noch sehen. Ja. Ne? Kleiner Mann. Genau. Kaltblüter wie Quintus sind, man sieht's, eher etwas schwerer als der klassische Hannoveraner. Ein Warmblut, das eines der verbreitetsten Reitpferde weltweit ist. Kaltblüter sind dagegen bis heute vor allem als Arbeitstiere zu sehen. Der Umgang, finde ich, ist das A und O am Ende. Des Tages. Genau so ist es. Den Kampf gewinnen wir nicht mit den schönen Pferden. Ne? Genau. Der Name Kaltblut hat übrigens nichts mit der Körpertemperatur zu tun. Die Rasse ist vom Temperament her ruhiger. Hannover ist bisher die einzige Reiterstaffel, die auf Kaltblüter setzt. Denn bei Fußballspielen oder Demos sind ruhige Charaktere gefragt. Stärken, die Kaltblüter wie Quintus voll ausspielen können. Sie müssen so ein bisschen spielerisch veranlagt sein, sie müssen in die Situation hinein wollen und eben nicht weglaufen. Jedes Pferd hat ja so einen Fluchtinstinkt und den wollen wir natürlich minimieren. Quintus kommt das zu Pass. Er wird heute erst zum 10. Mal geritten, trotzdem lässt er sich selbst von den Mätzchen seines Züchters nicht aus der Ruhe bringen. Wenn sich das anbietet, so wie er steht unheimlich gut. Und dann kann man auch mal so die Füße abmachen und das dann langsam steigern. Und früher habe ich dann viel Faxen gemacht und habe ich bei ihm ja auch mal probiert. Also da kann man sich auch einfach mal hinten drauf stellen. Dann können Sie auch ein bisschen besser gucken. Wenn es mal unübersichtlich wird, dann haben Sie bessere Übersicht. Steh. Fein. Früher habe ich immer Seilspringen gemacht. So ist fein. So ist so gut. So ist schön. Ja, haben Sie mal Lust? Einmal rauf? Diese Übung wird es wohl nicht in den Ausbildungskatalog der Polizei schaffen. Aber Quintus selbst scheint dagegen sehr gute Chancen zu haben. Bei seiner zukünftigen Reiterin und auch bei der Ausbilderin kommt er jedenfalls sehr gut an. Das ist ein bisschen ungewohnt, weil wir ja meist noch andere Rassen bei uns gerade haben, die wir bedienen. Und so viel schwerer haben wir nicht. Die lassen sich schon ein bisschen anders reiten, sind ein bisschen bequemer und ein bisschen langsamer vom Ablauf. Aber ich denke, das wird mal ein Polizeipferd werden. Wie viel Quintus kostet, soll nicht verraten werden.
Doch meist kostet so ein Pferd zwischen 6.000 und 10.000 Euro. Hinzu kommen dann viele, viele Stunden Ausbildung innerhalb der Reiterstaffel. So, dann haben wir hier die Verträge. Ja, ich habe den Pass auch mitgebracht. Genau, einen für uns, dass das alles seine Richtigkeit hat. Mhm. Geimpft war er ja noch nicht, ne? Nee, genau. Das ist unser Wurmkur regelmäßig, da legen wir viel Wert drauf. Geimpft werden muss er noch. Dann hier den Vertrag. Haben wir alles zusammen, ne? Genau. Wir bedanken uns, wir melden uns. Ich sage vielen Dank. Und herzlichen Dank. Ganz viel Erfolg. So, ihr Pferd, bitteschön. Wir passen gut drauf auf. Nun heißt es für den 3,5-jährigen Polizeinovizen ab nach Celle. Hier in den Stallungen des niedersächsischen Landgestüts sind die 30 Pferde der Reiterstaffel Hannover übergangsweise untergebracht, denn die eigene Dienststelle wird saniert. Quintus dürfte das egal sein. Die nächsten Wochen soll er sich hier erstmal eingewöhnen. Und erst dann beginnt das richtige Ausbildungsprogramm. Guck mal. So, komm mal rein. Super. So. Na schau. Man freut sich immer, wenn man irgendwie ein junges Pferd neu im Stall hat und wenn man dann selber damit auch noch betraut ist, den dann ausbilden zu dürfen. Da freut man sich schon immer super drauf und gerade, also wie kann man den nicht mögen, ne? Der ist einfach zum Liebhaben und wenn er sich dann auch noch so beweist, wie wir das erhoffen, ja, wird es ein super Polizeipferd und für mich eine schöne Ausbildung. In einem Jahr soll Quintus die abschließen. Eigentlich. Doch Corona-bedingt müssen manche Übungen verschoben werden. Auch die Dreharbeiten müssen ungeplant 4 Monate pausieren. Denn selbstverständlich werden stets alle Regeln eingehalten. Für Quintus geht es natürlich trotzdem weiter. Im Januar wartet seine erste Feuerprobe auf ihn. Vorher wird er aber noch für einen kleinen Ausflug in den Stadtpark von Celle fertig gemacht. Dort soll er mit kleinem Gepäck unterwegs sein. Ja, also bei ihm mache ich erstmal nur die kleinen Packtaschen drauf. Das ist für so ein Pferd, was noch jung ist und noch nicht viel kennt, immer schwierig, wenn hinten Gewicht drauf ist und es auch noch klappert, weil da sind ja auch Utensilien drin. Und so weit ist er halt einfach noch nicht, das haben wir noch nicht probiert. Aber da ich ein paar Unterlagen trotzdem mithaben möchte, haben wir das schon ausgetestet. Und dann kriegt er halt die kleinen Packtaschen drauf. Mit dabei ist natürlich auch wieder Pferdeausbilderin Stefanie Behrendt, heute auf dem schweren Warmblutfokus. Er soll Quintus Sicherheit geben und muss als erfahrenes Pferd auch ein wenig mehr schultern. Ich kann natürlich nicht alles Equipment mitnehmen, was so ein Streifenwagen dabei hat. Und unter anderem ist da eben auch die berühmte Schaufel dabei, wo wir die Äpfel mit wegräumen können. Die Ausbildung bei der Polizei basiert für Pferde vor allem auf Learning by Doing. Heute ist deshalb der Weg das Ziel. Das wäre natürlich toll, wenn es jetzt trocken ist. Sonst hast du ja alles mit, ne? Ja, glaub schon. Alles dabei. Funkgerät habe ich mit. Ich habe uns aber bei der Leitstelle schon angemeldet. Ah ja, sehr gut. Ja, müssen wir mal gucken, was wir heute haben. Ob wir Busverkehr haben oder so. Ich kann ja wieder erstmal rechts gehen, wie gewohnt. Vorab wissen die beiden nie so ganz, was auf sie zukommt. Quintus soll lernen, dass er seiner Reiterin vertrauen kann. Und Kinder oder andere Unbekannten keine Gefahr für ein rund 850 Kilogramm schweres Pferd sind. Super. So ist er. So, guck dir das an. So ist er. Prima. Super. Pferde sind Fluchttiere und deshalb ist für sie jede schnelle Bewegung, jedes ungewohnte Geräusch eine mögliche Gefahr. Die Schwierigkeit ist, dass jeder Tag anders abläuft. Selbst das Überreiten einer Brücke ist für ein junges Pferd immer erstmal schwierig. Beim ersten Mal zum Beispiel bin ich sogar vorweggegangen. Das hat gar nicht funktioniert mit draufsitzen. In Celle sind es heute gerade mal knapp 4 Grad. Da friert auch ein Kaltblut und wird etwas unruhiger. Wenn du die Ohren anguckst, der wartet ja nur drauf, dass von hinten irgendwas passiert. Ob Quintus sich das mit der Wärme aber so vorgestellt hat? Nach dem kleinen Ausflug durch den Nieselregen wird Quintus Feuer unterm Hintern gemacht.
da zwei Haufen hinmachen, so einen Abstand von ungefähr 4 Metern, sodass wir da zwischendurch reiten können. Wir reiten jetzt einmal da durch ohne Feuer. Und dann kannst du die mal beide anmachen und dann kommen wir da durch. Die einmal, die so einmal angeschaut haben, ist ja jetzt auch nicht jeden Tag hier. Gut, dann kannst du bitte anmachen. Danke. Ich gehe mal vorweg, ne? Ja. So, jawohl, sehr gut. Jetzt kannst du den zweiten bitte auch anmachen. So, ja, komm, du kannst dich verstecken hinterm Fokus. So, jawohl, sehr gut, super. Ja, super. Alles gut. So. Feuer ist ja jetzt nur nicht alltäglich, was man so in der Streifenarbeit findet. Aber müssen wir halt auch üben. Kann ja doch mal passieren, dass wir durch brennende Barrikaden oder sonst irgendwo durchreiten müssen. Ist ja auch schon vorgekommen. Und das üben wir dann einfach, das nehmen wir einfach so mit, dass er das überhaupt schon mal gesehen hat, Feuer. Doch damit nicht genug. Der 4-jährige Wallach wird heute mit allen Wassern gewaschen. Denn im Polizeidienst lauern nun mal alle möglichen Ablenkungen, die Stefanie Behrendt nun simuliert. Er ist ja auch immer wirklich gut interessiert an den Sachen, ne? Ja. Sagt nicht, oh Gott, sondern juhu. Deswegen, ich lasse ihn jetzt auch erstmal lang. Lassen gucken. So, dann wähle ich mal so ein bisschen hier unten. Vor seiner Nase rum. Hier ist ja auch immer so das Problematische, ne, wenn man die dann hochnimmt, dass die eher dann gucken. Das machen wir ja am Ende nochmal. Ich gehe mal einmal um ihn rum. Wenn das so über dem Kopf ist, das finden sie dann auch nicht so schön. Scheint, also zwar interessiert, aber nicht ängstlich interessiert. Nee. Alles gut. Macht er toll. Ja. Wollen wir ja mal einmal so gucken, was er macht. Augen verdeckst. Sieht er allerdings was? Ja, super. Super, was du sagst. Gerade in brenzligen Situationen kann es natürlich auch mal vorkommen, dass die Polizeipferde mit Gegenständen beworfen werden. Und selbst das muss trainiert werden. Sehr gut. Super. Jetzt würde ich ihn noch einmal unter seinem Bauch durchkullern. Oh, ich glaube, der hat sich mehr über mich erschrocken. Damit Quintus sich nicht fürchtet und diese Sachen positiv in Erinnerung behält, ist bei den Polizeipferden das erlaubt, was bei ihren Reitern absolut tabu ist: Bestechung. Der hat auch wieder stark dich anfixiert, weil er gewusst hat, es gibt gleich was. So, Quintus, guck mal hier. Nee, da unten. Nee, sag mal, siehst du die nicht? Bei Quintus hat der Lernverstärker Erfolg, denn eigentlich ist er schon etwas verfressen. Naja, er wiegt ja auch ein bisschen was. Das ist mein erster Kaltblüter, den ich reite. Ich muss viel von ihm lernen. Am Anfang war halt immer das Problem, dass ich mehr vorwärts wollte, als er wollte. Da war so ein Problem. Momentan haben wir es gehabt draußen, wenn wir mit vielen Pferden unterwegs sind, dass er dann sehr gängig wird. Das heißt, dass er eigentlich immer ganz vorne sein möchte und dann momentan noch nicht so zu regeln ist, wie ich das so gerne hätte. Auf diese Aufgabe kann sich Quintus in Ruhe vorbereiten. Denn hektische Einsätze wird es so bald nicht geben. Deutschland bleibt vorerst im Corona-Lockdown. Quintus' erste Streifeneinsätze finden deshalb in fast leeren Innenstädten statt. 2 Monate später geht es für das junge Polizeipferd in die Landeshauptstadt nach Hannover. Wir bleiben gleich auf der mittleren Spur, ne? Mhm. So machst du das brav. Jawohl. Wird auch nicht viel los sein heute in der Stadt, ne? Und das, obwohl es Dienstagmittag ist. Für Quintus ist das ganz hilfreich. Er kann sich so in aller Ruhe an die sonst viel aufregendere Großstadt gewöhnen. Heute gibt es bloß ein paar Verwarnungen für Spaziergänger am Kröpke, die ihre Masken nicht aufhaben. Wir sind ja nicht nur immer repressiv unterwegs, auch präventiv. Wir werden viel eher gesehen als ein Kollege, der jetzt zu Fuß hier steht. Und wir können natürlich viel weiter gucken. Wir können schon, hey, hör mal auf,
Wir sehen schon aus der Ferne, weil wir ja höher sitzen und dadurch weiter schauen können, wo ist Handlungsbedarf. Und schon kommt eine Frage. Das sieht man selten, dass die Polizei diese Pferde hat. Ne? Ja, wir sind da gerade so ein bisschen. Meistens die. Wir sind da gerade so ein bisschen im Wandel und gucken, ob das tatsächlich auch was für die Polizei ist. Ach, so für die Stadt. Es ist erstmal so ein Trainingspferd jetzt. Ne? Kann man das so sagen? Genau, das ist so der dritte, den wir haben davon. Zum Einstieg jetzt eventuell, dass es mal davon mehrere unterwegs sein könnten hier. Genau, das muss man jetzt austesten. Sind die ruhiger? Die sind vom Wesen deutlich ruhiger als so ein Warmblüter, Vollblüter ja sowieso. Und genau deswegen haben wir uns dazu entschieden, solche Rassen zu nehmen vielleicht auch. Mit 20 Jahren gehen Polizeipferde in der Regel in den Ruhestand. Erst langfristig wird sich deshalb zeigen, ob Quintus auch gesundheitlich mit den anderen Pferden mithalten kann. Vom Wesen her hat Ausbilderin Stefanie Behrendt aber keine Bedenken. Man zeigt den jungen Pferden, wo es lang geht, dass sie alles schon mal einmal so mitgemacht haben. Und dann ist es eben auch wichtig, dass sie darüber nachdenken können, dass sie da eine Auszeit bekommen. Für Quintus geht es deshalb jetzt erstmal für 4 Monate auf die Weide. Diesen Frühlingsurlaub scheint er sich nach all dem Lob ja auch echt verdient zu haben. Es ist Halbzeit für Quintus. Er hat sich bisher ausgesprochen gut geschlagen. Zur Regeneration durfte er deshalb für ein paar Monate auf die Wiese. Doch nun beginnt wieder der Ernst des Lebens. Schon bald warten die ersten größeren Einsätze auf das 4-jährige Polizeipferd. Guck ihn mal an, den Dicken. Gut sieht er aus. Ja. Und gesund. Hey, Dickerchen. Ja, hallo. Hey, du. Hi. Und die anderen? Wollen die nichts haben? Yes, yes. Hi, na, Kussi. Yes. Warte. Für alle was, ne? Hi, na gut, sieht aus. Ja, das war klar, ne? Ja, schön, ne? Ihn endlich wiederzusehen. Und groß geworden, gefühlt. Er war ja schon immer sehr stämmig, aber noch mal ein bisschen ausgelegt. Da müssen wir jetzt wieder trainieren, dass er wieder mehr Muskeln kriegt. Noch ahnt Quintus nicht, dass das wilde Lotterleben vorbei ist. 4 Monate war er hier auf der Wiese seines Züchters Jan Zumberge ausquartiert. Quintus Ausbildung startet nun in die nächste Phase. Es stehen Einsatztrainings und auch die Begleitung von Demos und Fußballspielen auf dem Dienstplan. Quintus hat das super gemeistert. Und wir hoffen, dass das dann in Hannover jetzt so weitergeht. Er hat ja jetzt Pause gehabt auf seiner Weide hier. Mal schauen, ob er das alles noch so kennt, was wir schon mal mit ihm geübt haben. Wir sind gespannt. Gucken, ob es noch passt, aber passt noch. So, dann wollen wir mal gucken, ne? Ich bleib gerne hier. Das, was Polizeioberkommissarin Stefanie Behrendt da um Quintus Beine schnallt, nennt sich übrigens Gamaschen. Die sind für den Transport und sollen Quintus Beine während der Fahrt schützen. Das ist so, das was selbstverständlich war, ne? Sonst, als er bei uns war, wir sind ja auch gefahren, findet er jetzt nach 4 Monaten auch schwer ein bisschen komisch. An den Füßen. Ja. So. Wir feiten. Storch im Salat. Sehr gut. Als wenn er noch nichts anderes gemacht hat im Leben. Hier, du musst den dicken Hintern mit rein. Passt zu? Ja. Oh Mann. Mit an Bord des LKW ist ein alter Kumpel aus der Reiterstaffel. Harlekin war in den vergangenen Monaten auch auf einer Wiese im Erholungsurlaub. Für beide Pferde geht es nun zurück in den Ernst des Lebens eines Polizeipferdeanwärters. Na, ich bin mal gespannt, was er nachher sagt, ne? Wenn er dann in den neuen Stall einzieht, ne? Den kennt er ja noch gar nicht. Denn das Gespann fährt heute nach Hannover und nicht nach Celle.
Der Umbau der Dienststelle ist endlich abgeschlossen. Über 100 Jahre sind die Stallungen am Dienstsitz der Reiterstaffel alt und das sieht man ihnen auch an. Ein Jahr hat die Sanierung gedauert und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Sogar ein Pferdesolarium gibt es. Knapp 2 Millionen Euro hat das Land Niedersachsen investiert, um die alten Gemäuer zu sanieren. Du hast ja alles gegeben. Du bist so ein Dreckschwein. Kriegt ja alles gut. Über den Mist am Hintern freuen sich die beiden Polizistinnen eher weniger. Das gehört aber nun mal auch zum Job. Das Wiehern von Quintus ist dagegen ein gutes Zeichen. Wir glauben, weil wir wissen, welches Pferd antwortet, das ist einer aus seiner alten Herde. Also der Robin, der kommt auch von Jan zum Berge, von dem Züchter. Und wir vermuten, dass die sich gerade quasi erkannt haben, tatsächlich. Quintus war noch nie hier in der komplett sanierten Dienststelle. Dementsprechend gespannt ist seine Reiterin, wie es dem Vierjährigen in der neuen Box gefällt. So, mein Freund, das ist dein neues Zuhause. So, fein, ne? Komm hier. Dann komm erst mal an. Ne? Ah, mit dem Fenster ist er ein bisschen skeptisch, ne? Ja, war ja eben sowieso beim Reingehen, ne? Stroh hat er jetzt auch lange nicht gesehen, nur auf dem Grün gestanden. Mal gucken. Aber er frisst gleich, ne? Ja. Ist ans Heu gegangen und erstmal ankommen. In den nächsten Tagen wird es ganz langsam für den jungen Polizeischüler losgehen. Denn erstmal muss sich die Muskulatur wieder aufbauen, ehe Quintus in Einsätzen mitreiten darf. Tatsächlich hat sich Quintus relativ schnell wieder eingelebt. 2 Monate später hat er schon mehrere kleine Einsätze hinter sich gebracht. Heute geht's zum Fußball. Ist immer startklar, Kleiner, ne? An diesem Sonntag spielt Zweitliga-Club Hannover 96 gegen den Hamburger SV. Die Reiterstaffel der Polizei Hannover soll die Anreise der gegnerischen Fans absichern. Es kommen ca. 1500 Fans aus Hamburg mit der Bahn. Es ist aber vakant, in welchen Zügen die sich befinden. Deswegen wissen wir auch noch nicht, ob wir eine Begleitung eines Fanmarsches machen. Das wird sich gleich, denke ich, in der Einsatzbesprechung rauskristallisieren. Dann steigen wir jetzt alle auf, stellen Marschordnung her und dann gehen wir los. Polizeihauptkommissarin Petit leitet heute den Einsatz der Reiterstaffel. Ohne Blaulicht im entspannten Schritt geht es für die 8 Beamten samt Pferd zum Bahnhofsvorplatz. Dort wartet dann auch schon der heutige Leiter des Einsatzabschnitts Gästefans mit weiteren Infos. Fast übersehen. Hi. Der Stadion Vorplatz Nord ist eine Sammelaktion für Obdachlose von einem Fanprojekt. Das ist aber, denke ich, völlig unproblematisch für uns. Ne? Also meine Idee wäre jetzt gewesen, ich weiß nicht, machen wir komplett bereit, hier zu bleiben, bis wir wissen, ob wir den Fanmarsch machen oder nicht. Ich würde jetzt hier den ein bisschen kreisen lassen, genau, dass sie sich noch bewegen und dass wir zu 11.15 Uhr auf jeden Fall alle hier sind. Ja. Und dann entweder über die Achse, wenn die keinen Fanmarsch machen, vereinzelt genau mitschicken. Und dann halt eben, wie es uns immer auch macht, Vorplatz Nord ein bisschen gucken, Vorplatz Süd, da habe ich auch meine Kräfte überall, ne? Ja, alles klar. Supi. Machen wir so, okay? Machen wir so. Für die Reiterstaffel heißt es also erstmal Präsenz zeigen. So soll direkt für Ruhe gesorgt werden. Ausschreitungen werden hier aber eigentlich nicht erwartet. Die Fanlager verstehen sich ausgesprochen gut. Einige Anhänger feiern vorm Hauptbahnhof sogar zusammen. Die fröhliche Stimmung scheint auch die beiden Beamtinnen anzuziehen. Nicht, weil sie mitfeiern wollen, sondern um den jungen Quintus an die Situation zu gewöhnen. Er macht das super mit, aber man kann ja auch davon sprechen, wenn ganz viele Sachen auf einmal kommen, ist irgendwann eine Reizüberflutung auch da. Und dann kann es natürlich auch sein, dass der Fluchtinstinkt doch stärker ist als der Wille, dann hier zu bleiben. Und da sind wir dann für da, ihnen Sicherheit zu vermitteln, zu sagen, das ist alles okay, mit so einem jungen Pferd in die zweite Reihe zurückzugehen.
Insgesamt gut 22.000 Fans werden heute im Stadion sein. Mehr sind bei diesem Sonntagskick aufgrund der steigenden Corona-Zahlen in Niedersachsen nicht erlaubt. Müssten jetzt ja eigentlich bald ankommen. Ja, aber noch nicht in Sicht, hat er gesagt. Der Zug oder die Fans? Beides. Komm mal mit zu JP, da links hin. Ich würde sie jetzt nach und nach auf die Achse schicken, ne? Genau. Also ich bleib bis zum Schluss hier, falls doch noch sich irgendwas, aber was soll noch kommen? Dann sagt mir Bescheid, wann ich die ersten losschicken soll. Mit Achse meinen die Polizisten übrigens die verlängerte Sichtachse der Fußgängerzone vom Hauptbahnhof bis zum Stadion. 80, 12 von 10. Könnt ihr einmal mit zu uns vorkommen? Ja, wir kommen. Wir werden eventuell gleich auf die Achse gehen, sodass ihr gleich schon mal losgeht. Ich wollte nur einmal kurz warten. Die wollten gucken, ob da noch was kommt. Es wird keinen Fanmarsch geben, so wie es aussieht. Ich schicke jetzt alle peu à peu mit auf die Achse. Würde mich hinter zwei Pferde hinterklemmen, damit es, naja. 10. Ja, die Kräfte des ZVD sagen, dass sie quasi über den Bahnhof Vorplatz gegangen sind und sich da auf dem Weihnachtsmarkt der restlichen Gruppe angeschlossen haben. Ja, also keine Gruppe mehr da vorne. Nee, genau, hier ist alles ruhig. Ja, der 13 startet jetzt auf die Achse. Ihr könnt dann gleich so in 5 Minuten nachziehen. Ja, alles klar, gehen auf die Achse. Wie viele Beamte heute beim Spiel insgesamt im Einsatz sind, darf aus taktischen Gründen nicht gesagt werden. Doch es sind bei weitem nicht so viele wie sonst. Fußball in Corona-Zeiten ist halt doch was anderes. Viele organisierte Fans, wie zum Beispiel die Ultras, fehlen. Und das merkt man auch an der Stimmung. Genau das brauchen wir. Macht mal ein bisschen Stimmung. Der haut erst mal ab. Von hier sieht es erst mal voll aus auf dem Nordvorplatz. Ja. Da ist ja auch ein bisschen voller. Ist auch nicht mehr so, wie es mal war, ne? Mit Gesang. Doch selbst in Corona-Zeiten gilt die alte Sepp-Herberger-Weisheit. Der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten. Während in Hannovers Stadion nun also die Fußballprofis arbeiten, können Quintus und die anderen Pferde etwas verschnaufen. Hier hinten in die Ecke? Ja. Scheiße. Ja, es geht gleich los, Mäuschen. Nee, ja, warte, bitte. Erstmal müssen wir das Halfter drauf machen. Bleib doch stehen. Moment, kleiner Mann, geht gleich los. Moment. Ah! Das ist im Prinzip sein Kraftfutter, was der so tagtäglich sonst auch zu fressen kriegt. Der Fokus kriegt jetzt zum Beispiel Müsli und Hafer, weil das sein täglich Futter ist. Und er kriegt Faser Plus. Ey, ich frag mich, wer diese Taschen hier erfunden hat. Ehrlich, ey. So was Umständliches. Futter für Pferd und Reiter, Leuchtweste, Unterlagen und natürlich auch der Einsatzhelm, falls die Polizei mal beworfen wird. Quintus und Fokus müssen wirklich einiges schultern. Und für ihre Reiterin sollte auch dieser Stock immer griffbereit sein. Ist ja kein Schlagstock im klassischen Sinne, ist ein Räum- und Abdrängstab. Wird von uns ja grundsätzlich nicht dazu genutzt, um auf irgendwen einzuschlagen, so wie es der Wortlaut ist. Der dient für uns einfach, wenn jemand vorne beim Pferd an den Zügel greifen will und wir quasi dann nicht mehr handlungsfähig sind, weil wir nicht mehr aktiv aufs Pferd einwirken können, haben wir mit dem Schlagstock-Räum-Abdrängstab einen verlängerten Arm und können dann da quasi vorne einwirken, dass er dann dementsprechend die Zügel auch loslässt. Wir bitten euch, vor, während und nach dem Spiel auf die Abstände zu achten. Tja, keine Musik. Dann HSV. Man hört schon, wenn irgendwas passiert im Stadion. Klar, wenn ein Tor fällt, dann ist der Jubel umso größer. Und dann wartet man natürlich, kommt die Musik oder kommt die nicht. Und man freut sich schon, wenn die Musik kommt, weil dann weiß man, dass Hannover ein Tor geschossen hat. Einsatzbereit. Ich noch nicht. Ein Tor nach dem anderen, was? Nee, das war keins. Kommt da noch Musik?
Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das war das 1:0. Hannover führt. Kurz darauf ist die kleine Verschnaufpause vorbei. Ein HSV-Fan wurde aus dem Stadion geschmissen und muss nun mit einer Anzeige rechnen. Ich habe Videoaufnahmen gemacht. So, von meiner Seite aus lösche ich alles in Gegenwart aller vier Kollegen. Wenn jetzt irgendwelche polizeilichen Maßnahmen stattfinden, zum Beispiel in der Menschenmenge, und dann alles heillos durcheinander geht, dann ist es immer ganz gut, wenn wir dann die Leute absichern können und vor allem auch die eingreifenden Kräfte, sodass dann verhindert wird, dass vielleicht alles außer Kontrolle gerät oder jemand verletzt wird. Der Fan hat im Stadion keine Maske getragen und im Anschluss auch noch Widerstand gegen die Polizei geleistet. Kurz vor Spielende wird dann die Absicherung des Rückwegs mit dem Leiter des Einsatzabschnitts Gästefans abgesprochen. Wir machen das in der Nachspielphase im Prinzip genauso wie in der Hinspielphase. Mhm. Wir gehen erstmal wieder nicht von einem Fanmarsch aus. Das ist tatsächlich auch wahrscheinlich realistisch. Aber du kennst das ja, am Feldernhügel mit einem halben Beritt stehen oder mit zwei Pferden vielleicht stehen, trotzdem als Backup. Ne? Und der Rest dann schon mal Richtung Achse verlegen. Wäre jetzt mein Vorschlag, wenn du da zustimmst. Dann können wir es anders machen. Lass ich vier erstmal hier stehen, gucken wir, was passiert. Und zwei würde ich peu à peu immer schon mal mitschicken, je nachdem, was wir abwandern. Ich mache das in meinen Kräften ganz genauso. Und da lasse ich schon mal auf die Achse sich wieder entwickeln, halt, bis zum Bahnhof. Und dann mal gucken, so schwerpunktmäßig Platz der Weltausstellung und so ein bisschen die Weihnachtsmärkte-Geschichte. Da schon mal so ein bisschen neuralgische Punkte dann besetzen einfach. Alles klar. Alles klar. Gut, dann wenn du das hast, meldest du dich. Ansonsten über Funk halt alles. Ne? Okay. Ja. Vom Gästeausgang geht's dann für die berittenen Beamten in Zweierteams zurück zum Hauptbahnhof. Hannover konnte durch den 1:0-Sieg wertvolle Punkte im Abstiegskampf sammeln. Die Hamburger sind dagegen in der Tabelle von Platz 3 auf Platz 7 abgerutscht. Dennoch ist eigentlich alles ruhig geblieben. Klar, es gab hier und da mal eine Körperverletzung. Das ist aber ganz normal, wenn so viele Leute aufeinandertreffen. Wir für die Pferde war das ein super Einsatz, gerade auch für Quintus. Nun sein erster Einsatz, den er komplett mitgegangen ist. Es war viel los, viele Menschen, aber nichts Tumultartiges, wo man Bedenken haben müsste, dass er das mental nicht leisten kann. Insgesamt gab es rund um das Sonntagsspiel lediglich 7 Anzeigen. Eine Person wurde verletzt und 11 Platzverweise wurden ausgesprochen. Für Quintus und Co. geht's nach gut 8 Stunden Dienst in den wohlverdienten Feierabend. Doch nicht immer verlaufen Einsätze so friedlich. Was werden wir ohne weiteren Hinweis Wasser gegen sie abgeben? 2017 beim Niedersachsen-Derby zwischen Hannover und Eintracht Braunschweig etwa. 440 Festnahmen, 111 Strafanzeigen und 12 verletzte Polizisten lautete die Bilanz. Der Leiter der Reiterstaffel Hannover, Martin Koopmann, hatte hier die Aufgabe, die randalierenden Eintracht-Fans zu separieren. Dass sie beim Fußball dabei sind, da fängt man auch nicht gleich mit dem Spiel an, wo es richtig kracht, sondern da kommen erst die einfachen Spiele und das wird immer mehr gesteigert und das wird immer normaler. Und alles, was normal ist, das führt auch nicht mehr zu Stress. Also für unsere Dienstpferde ist es eher schon mal Stress, wenn sie in der Lüneburger Heide unterwegs sind und eine Schnucke sehen. Das ist dann aufregend. Und der Fußballeinsatz als solcher, der ist dann eher normal. Tatsächlich gibt es dennoch immer wieder Tierschützer, die den Einsatz von Polizeipferden bei Großveranstaltungen kritisieren. Die Pferde sollen deshalb auch nicht im Kerngeschehen eingesetzt werden. Und auch der Kauf von Kaltblütern wie Quintus trägt dieser Kritik Rechnung. Die uns im Einsatz mittlerweile, von was wir an Erfahrung haben, immer mehr helfen. Also vom Wesen her deutlich eher geeignet sind für den Job aus meiner Sicht als die normalen Warmblüter als Sportpferde, die ja tatsächlich auch für den Sport gezüchtet werden. Die werden für eine Dressur gezüchtet und fürs Springen, aber nicht für den Polizeidienst. Na, mein Gutster. Damit die Pferde nicht direkt ins kalte Wasser geschmissen werden, gibt es heute ein Einsatztraining für Quintus. In vertrauter Umgebung wird hier der Ernstfall geübt. Wir brauchen Visiere in XXL. Die vierjährige Remonte, wie junge Militär- und Polizeipferde in der Ausbildung genannt werden, trägt sein Visier heute zum ersten Mal. Hi, schön, dass du da bist. Was hast du dir gedacht für heute? Ja, wir machen es heute ja so ersatzweise, diese Übungen für die Remonte-Prüfung, weil wir das ja im großen Stil nicht machen können momentan. Nach wie vor Störergewöhnung, im Prinzip Gewöhnung an optische, akustische Reize, nachher drauf zukommen in Reiterkette. Dann gern eine Begleitung mit Fangesängen. Okay,
von der Intensität sagst du dann einfach. Genau, guck mal, wie die Pferde reagieren. Wir haben ja Rocco heute auch noch mit dabei, der ja noch ein Jahr weiter hinten ist in der Ausbildung. Und dann schauen wir mal, das machen wir dann auf dem kurzen Wege. Ja. Ja. Sprechen wir uns ab. Gut, dann bereite ich das alles einmal schon mal vor. Ja, klar. Prima, danke schön. Bis nachher. Bis gleich. Elementar für den Einsatz bei vielen Großveranstaltungen ist das Reiten im Verbund. Die Pferde sollen immer genau an ihrer Position bleiben. Marschordnung! Wir gehen außen rum. Und zu vieren! Willst du deine Gerte mal einklappen? Danke. Ja. Okay. Durch die ganze Bahn wechseln. Und Marschordnung! Im Galopp! Im Trab! Na! Wir stellen uns erstmal an, der erste Mensch. Dass die Pferde alle eine unterschiedliche Größe haben und andere Rassen sind, macht die Sache nicht einfacher. Denn so unterscheidet sich auch ihre Geschwindigkeit. Das Schwierige ist, dass die Pferde ja nebeneinander und auch bei den Umwelteinflüssen von außen immer bei einem bleiben sollen, so wie eben gerade. Nein, sie sollen immer ihre Position behalten, möglichst eben da bleiben. So soll die Ordnung bestehen bleiben, damit eben keine Störer durch die Polizeikette dringen können. Auch wenn es mal wortwörtlich brennt. Quintus reitet hier ausnahmsweise mal nicht vorweg. Feuer ist ihm immer noch suspekt. Deshalb geht hier ein erfahreneres Pferd voran. Ich hatte tatsächlich mal zwei Situationen mit Feuer. Das eine war in Gorleben tatsächlich, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen länger her, wo wir über doch brennende Strohballen reiten mussten. Wo das ja dem sehr nahe kommt, was wir hier gerade geübt haben. Und das andere war in Hamburg beim Fußball, wo sie so brennende Müllcontainer auf uns zugeschoben haben. Die Fußballfans stammen heute aus der Reiterstaffel. In normalen Zeiten kommen auch schon mal andere Polizeieinheiten dazu. Doch Corona wirkt sich weiterhin auf die Ausbildung aus. Reiterkette links. Vorrücken. Eine Höhe herstellen. Gehen Sie zurück! Gehen Sie zurück! Und Schritt halten! Super! Im Gegensatz zu echten Störern sind die hier zwar laut, machen aber nichts. Es gibt sogar Leckerchen. Genau, das im Prinzip, dass ja die Gefahr vor den Pferden wegweicht, damit gewinnen die Pferde. Die müssen auch hier bei uns auf dem Platz immer gewinnen, damit die lernen, dass denen nichts passiert, dass die Freude dran haben. Viele Pferde, wenn wir oben anfangen, die sind schon ganz spannig und wollen unbedingt hin, weil das denen Spaß macht. Und genau das muss das Ziel sein und das ist natürlich die Belohnung. Statt zum Stadion wird der anschließende Fanmarsch aber nur über den vertrauten Reitplatz eskortiert. Wieder und wieder. Heute sind es nur 6 Beamte, die aber dank Musikbox umso mehr Alarm machen. Fast könnte man meinen, einen echten Fanclub vor sich zu haben. Wenn wir jetzt üben, dann müssen wir natürlich darauf achten, wir haben ja ein paar jüngere Pferde dabei und die reagieren natürlich schon anders. Auch ältere reagieren anders und dementsprechend muss man es auch ein bisschen drosseln. Ne? Also hinten ist natürlich was anderes, wenn für die Fluchttiere eine Gefahr von hinten kommt, ist natürlich was ganz anderes, als wenn die von vorne kommt. Und dementsprechend müssen wir auch als Störer mal ein bisschen weniger, dann wieder vielleicht ein bisschen mehr. Quintus hat sich heute mal wieder von seiner besten Seite gezeigt. Deshalb hat er die Ausbildung nach 1,5 Jahren auch fast geschafft. Nun sind nahezu alle Aufgaben in seinem Ausbildungsheft abgehakt. So, wir haben ja die Liste jetzt hier. Lass uns mal gucken, was wir heute alles schon abhaken können. Was Quintus alles schon
gemacht hat. Ja, im Prinzip große Fahnen, kleine Fahnen, ne? Das haben wir ja heute alles im Störermodul mit dabei gehabt. In 2 Wochen wird es dann ernst und der 4-jährige Polizeischüler muss sich in der Abschlussprüfung beweisen. War doch irgendwas auch mit Lautsprecher, ne? Na Steffi, bist du schon aufgeregt? Ein bisschen. Na, darfst du heute kurzfristig einspringen für ja. Christine, aber ja. Ich glaube, er ist fertig. Er wird das schaffen. Ich glaube auch. Er wird es schaffen. Wir drücken dir alle die Daumen. Nein, er wird das schaffen. Da bin ich von überzeugt. Er hat bisher alles toll gemacht. Dann wird er das heute auch noch machen können und leisten können. Schauen wir mal. Die Abschlussprüfung besteht aus mehreren Teilen. Zuerst geht's für Quintus in die Dressur. Unter erschwerten Bedingungen. Seine Reiterin Christine Petit fällt aus. Sie hatte Kontakt zu einer mit Corona infizierten Person. Sie muss zwar nicht in die Isolation, doch zur Sicherheit hält sie heute Abstand. Nervös ist vielleicht das falsche Wort, aber Dressur ist nun mal nicht die Gangart der Kaltblüter. Deswegen habe ich das ganz wenig auch mit ihm nur gemacht. Ich glaube, die Prüfung bin ich einmal durchgeritten. Und auch so bin ich sehr wenig auf dem Platz mit ihm gewesen, weil ich ihn mehr draußen arbeite. Dass die Polizeihauptkommissarin heute nicht selbst auf dem Rücken von Quintus sitzt, passt dem Leiter der Reiterstaffel Hannover dagegen ganz gut. Das ist eigentlich Ziel der ganzen Ausbildung, dass jeder bei uns jedes Pferd reiten kann. Da sollte keiner mit seinem eigenen Stil irgendwas selbst entwickeln, sondern jedes Pferd sollte so ausgebildet sein, dass da jeder mit klarkommt. Die Prüfung beginnt. AX, einreiten im Arbeitstrab. X, halten, grüßen. Quintus soll sauber laufen und sicher zu händeln sein. Darauf achtet Reiterstaffelchef Martin Kobmann. Der Fokus liegt nicht auf dem sportlichen Können, sondern auf der Gehorsamkeit. Zur geschlossenen Zirkelseite angaloppieren. Und es sind hier durchaus schon Pferde durchgefallen. Der Prüfling müsste dann noch mal länger die Schulbank drücken. Doch Stefanie Behrendt und Quintus zeigen an diesem Dienstagnachmittag einen gelungenen Auftritt. Sehr lektionssicher grundsätzlich, bis auf ein paar kleine Ausnahmen. Die Vorhandwendung war jetzt nicht so prickelnd, aber es waren ganz viele Highlights da drin. Also ich fand es sehr gut. War von den vom Takt her überraschend für mich. Wenn ich das vor einem Jahr hätte ich das, glaube ich, so nicht geglaubt, dass das mit dem Kaltblut so möglich ist. Aber das war insgesamt eine schöne Vorstellung. Der schwierigste Teil ist geschafft. Nun wartet auf Quintus noch mal ein bunter Mix kleinerer Prüfungsaufgaben. Mach ruhig ein bisschen mehr, ne? Das ist ein Abschlusspunkt. Okay, dann nochmal das Abdrängen. Ja. Bring die weg. Ja. Dieses Balltraining der etwas anderen Art kannte Quintus schon, genauso die Trommel. Die anderen Pferde kennen sie wohl nicht. Wirklich neu ist für das Kaltblut heute nur der Einsatz einer Schreckschusspistole. Denn natürlich muss ein echter Polizist auch schussfest sein. Dann mache ich jetzt den Schuss? Ja. Und mit diesem Knall hat Quintus quasi die Prüfung bestanden. Ein Streifenritt muss zwar noch gemacht werden. Super gelaufen. Doch der sollte für den 4-Jährigen kein Problem sein. Entsprechend happy ist seine eigentliche Reiterin Christine Petit. Natürlich ist das ein Job, den man macht, aber ich liebe natürlich auch meinen Job. Und ich bin natürlich glücklich, wenn dann so ein Tag wie heute mit Abschlussprüfung so gut verläuft. Jedes Jahr bildet die Polizei Hannover rund 3 bis 4 Pferde aus. So einen vorbildlichen Polizeischüler gab es laut Reiterstaffel aber wohl selten zuvor. Als wir ihn damals angeschaut haben und das ja so unser erstes Kaltblut war, konnte ich mir noch nicht so ganz genau vorstellen, wie so eine Ausbildung von so einem doch recht schweren Pferd verlaufen könnte. Er hat mich in vielen Dingen positiv überrascht, weil er einfach sehr willig ist und doch für sein Kaliber auch sehr rittig ist. Und ich glaube, besser kann ein Polizeipferd charakterlich nicht geeignet sein. Die Reiterstaffel Hannover ist also höchst zufrieden mit ihrem Quintus. Kaltblüter bei der Polizei, das ist einmalig und gibt es so nur hier bei uns im Pferdeland Niedersachsen.